Als Logistiker mache ich den ganzen Prozess vom Produkt her, das der Kunde bestellt, bis dann vor der Tür eigentlich ankommt. Das heisst, der Wareneingang, die Warenannahme. Man schaut die Waren an, auf die Qualität, man bestimmt die Menge, bestimmen, ob das auch stimmt. Jetzt will ich täglich den Menschen Päckchen und Briefpost heimbringen. Also jetzt bei mir spezifisch für Fachrichtung Verkehr ist natürlich auch die Aufgabe, das Rangieren, also das Bewegen von Schienenfahrzeugen, Umstellen von Schienenfahrzeugen, Züge auseinandernehmen, Züge wieder zusammenstellen. Ha, das Klischee. Ist Logistik, ist Gabelstapler fahren. Ich bin immer nur auf dem Stapler, hocken, mache nichts, trinke nur Kaffee. Also wenn man uns sucht, wir meistens beim Kaffee automatisch. Boah. Aber das eigentlich nicht so ist. Also ich habe zum Teil ziemlich einen stressigen Arbeitstag, mache viel, laufe viel. Weil wir eigentlich die ganze Zeit arbeiten. Spannender Job, sehr abwechslungsreich und ich kann viel lernen. Logistik hat sich jetzt auch jetzt in dieser Zeit, wir sind so in der Pandemiezeit, hat sich bewiesen, dass Logistik umso wichtig ist und eigentlich der Grundpfeiler ist von unserer Versorgung. Und darum ist es wichtig, dass wir gute Leute haben. Sei das bei der Post, sei das im Lager oder sei das auch beim Schienenverkehr. Aber Logistik, das ist nicht etwas, das die nächsten 2-3 Jahre ausstirbt. Das wird immer mehr gefragt, eben mit international, Versand, Online-Shop. Also das wird nicht die nächsten 2 Jahre sagen, gut, Logistik wird nicht mehr gebraucht. Das ist ein Beruf für die Zukunft eigentlich. Genau.